Willkommen zu Star Citizen und dem XXL Xenothreat Event Guide. Attention, people of Stanton. A great injustice has been done to you. For decades, that we are the ones in charge. Stanton will be the first step in a revolution to take back the soul of the Empire. You will be witnesses. We are Xenothreat. Out. We came to fight. Mit dieser Kampfansage der Piratengang Xenothreat aus dem benachbarten Pyrosystem werden wir aufgerufen, uns den Streitkräften der CDF, der Civilian Defense Force, anzuschließen, um diese Bedrohung für das Stanton-System zurückzuschlagen. Denn bei diesem dynamischen Event steht uns wirklich ein epischer und langer Kampf bevor, welcher uns viel Teamwork abverlangt, uns jedoch ebenso mit einer guten Bezahlung sowie viel Spaß belohnt. Special Agent Dooley with the Advocacy. The Navy's making a push against Xenothreat and has requested CDF support. I need combat pilots and anyone capable of transporting cargo to volunteer. Contact me for details. Come out. Und mit dieser Meldung von Special Agent Dooley, der CDF-Koordinatorin, erhalten wir über unser Mobiglas und den dortigen Contract Manager zunächst die Aufgabe, uns bei der INS Jericho Militärstation einzufinden, welche in der Umgebung von Microtech zu finden ist. Hier bietet es sich an, während des Events auf der Station MIG-L1 ein Zuhause zu suchen. Und es ist ganz egal, mit welchem Schiff ihr kommt, in der Gruppe oder alleine, denn bei diesem Event geht es um Teamwork und Zusammenarbeit. Im nächsten Schritt der Mission erhalten wir zum einen die Aufgabe, die an der Jericho-Station angedockte Warhammer, einen Javelin-Klasse-Zerstörer der UEE Navy, zu beschützen und diesen zugleich mit nötigen Vorräten zu versorgen, um die Kampfbereitschaft wiederherzustellen. Diese nötigen Vorräte erhalten wir wenige hundert Kilometer entfernt, an einem eigenen Sprungpunkt, wobei wir aufgebrachte Versorgungsschiffe der Navy nach drei speziellen Materialien durchsuchen müssen. Diese sichern und mittels unterschiedlichen Transportmethoden zur Jericho-Station und letztlich der Javelin zurückbringen sollen. Hierbei ist es zunächst völlig gleichgültig, welches Schiff mit einer vorhandenen Ladekapazität ihr nutzt. Jedoch stellen wir später fest, dass für manche Materialien ein möglichst schnelles Schiff von Vorteil ist. Viel wichtiger ist es, ein Multitool mitsamt Traktorstrahlaufsatz mitzubringen, da wir diesen nicht nur zur Bewegung im Weltraum, sondern auch zum Verladen der Kisten benötigen. Zugang zu den Wracks erhalten wir über unterschiedliche Zugänge, wobei wir im Innenraum auf Bodentruppen der Xenothreat stoßen, welche wir zunächst ausschalten müssen. Wir kämpfen uns einen Weg bis in den Laderaum der Starfarer, wobei wir über einen neben der Tür platzierten Generator und einen Druck auf den grünen Knopf das nur von innen öffnenbare Tor öffnen können, was uns ein Sichern der Vorräte erst ermöglicht. Bei den zu sichernden Vorräten handelt es sich um drei verschiedene Arten, welche jeweils unterschiedlich zu handhaben sind. Diese finden wir zumeist in Sicherungscontainern vor, wobei sie dort mit Energie versorgt werden und daher keine Gefahr darstellen. Doch kommen wir zu den unterschiedlichen Eigenschaften. Acryliplex, die blau leuchtenden eckigen Boxen, sind hitze- und erschütterungssensitiv, weshalb wir darauf achten sollten, dass wir mit unserem Transportschiff keine größeren Schäden oder Beschuss erleiden. Die grün leuchtenden Boxen, Zetaprolanit, ist zeitsensitiv, wodurch nach der Entnahme aus dem Sicherungsbehälter ein Timer von 24 Minuten beginnt, bevor das Material zerstört wird. Und die Lothermax, die gelben Zylinder, können nicht mit einem Quantumsprung transportiert werden, sondern müssen herkömmlich mehrere hundert Kilometer zur Station geflogen werden. Daher bietet es sich an, vor allem die gelben Zylinder, also die Lothermax, mit einem möglichst schnellen Schiff zur Jericho-Station zu bringen, um Zeit zu sparen und vor allem Angreifern entfliehen zu können. Hier ist die Crusader Mercury Starrunner eines der schnellsten Schiffe und fast immer anzutreffen. Die grünen und blauen Materialien hingegen können mit einem Quantumsprung transportiert werden, womit jedes Frachtschiff oder allgemein Schiffe mit einer Lagermöglichkeit in Frage kommen.
Um das Beladen möglichst einfach und schnell zu gestalten, ist wiederum das Multitool mit Traktorstrahlaufsatz von unschätzbarem Wert, nachdem wir hier größere Distanzen sicher überbrücken können. Und bereits beim Be- und Entladen zeigt sich, dass mit Zusammenarbeit und Teamwork nicht nur mehr Spaß entsteht, sondern dass Events auch deutlich schneller und effektiver durchgeführt werden kann. Aber es wäre zu einfach, wenn wir ungestört unsere Fracht abholen und transportieren könnten. Denn die Xenothreads sind im Bereich des Wracks sehr aktiv, weshalb wir eine Verteidigung gegen Angriffe benötigen, um unsere hart arbeitenden Bergungstrupps zu schützen. Zudem haben wir die Möglichkeit, neue eintreffende, noch intakte Versorgungsschiffe aktiv zu verteidigen, damit diese letztlich ihren Weg zur Jericho-Station fortsetzen können und so ebenfalls Nachschub an die Javelin geliefert wird. Und natürlich gibt es aktuell noch Möglichkeiten, den Frachttransport deutlich zu beschleunigen und effektiver zu gestalten, was sich zunächst jedoch an erfahrene Gruppen und Teams richtet. Hierzu nutzen wir eine Art trojanisches Pferd, eine Schiff-im-Schiff-Taktik, was es uns ermöglicht, das quantumsensitive Material, also die gelben Zylinder, die Dilothermax, in ein kleines Schiff oder Fahrzeug zu verladen und mit dem großen Schiff mittels Quantumsprung das kleine Schiff oder Fahrzeug zu transportieren. So entsteht kein Schaden am Material und wir können dieses wie gewohnt liefern, sparen uns jedoch einige Minuten pro Ladung. Ein weiterer Vorteil ist, dass unser Bergungstrupp etwas kleiner sein kann, nachdem wir nur ein Schiff mit einer ausreichenden Besatzung für alle Materialien zum Transport und zur Bergung nutzen können. Unsere gesammelten Materialien können wir an den Terminals, welche über die gesamte Jericho-Station verteilt zu finden sind, direkt verkaufen und somit die Javelin versorgen. Wichtig ist hierbei jedoch, dass der Schiffseigentümer, also derjenige, dessen Schiff für die Fracht genutzt wird, diese Materialien an den Konsolen selbst verkaufen muss. Einladen können alle Spieler. Aber auch hier ist es oftmals sinnvoll, eine Eskorte mitzubringen, nachdem Angriffe der Xenothreads überall erfolgen können. Und nachdem wir 100 Zetaprolanit, 50 Acrylplex sowie 80 Dilothermax liefern müssen, ist es notwendig, mehrere Wracks zu sichern und die Materialien zu bergen. Hierbei ist es jedoch unerheblich, welche Gruppe oder welcher Spieler die Ziele erfüllt, nachdem diese Ziele für den gesamten Server gelten. Und sollten die Spieler dieses Servers das Material vollständig geliefert haben, beginnt die nächste Phase dieses dynamischen Events, wobei wir die ursprüngliche Mission damit abschließen und in der Folge eine weitere Mission erhalten. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, die erste Phase abzuschließen. Denn die an die Station angedockte Javelin wird regelmäßig von den Xenothread angegriffen, wobei diese sich nicht selbst verteidigen kann und daher auf unsere Unterstützung angewiesen ist. Hierbei greifen die Xenothread unter anderem mit einer Idris an, welche über eine enorm starke Railgun verfügt, die in der Lage ist, der Javelin erheblichen Schaden zuzufügen. Somit kämpfen wir an zwei Fronten, einmal dem Schutz des Nachschubs und unserer Bergungstrupps, sowie dem Verteidigen der Javelin bei der Jericho-Station, welche räumlich etwa 600 Kilometer getrennt sind. Also müssen wir unsere Kräfte koordinieren und die Angriffe der Xenothread möglichst schnell abwehren, wobei es sich empfiehlt, zunächst die zahlreichen Eskortschiffe der Idris auszuschalten, um sich anschließend gebündelt um dieses Capital-Schiff zu kümmern. Denn je mehr Schaden die Javelin einstecken muss, desto geschwächter ist sie in der nachfolgenden Phase, einer Schlacht gegen die Xenothread-Flotte, in welcher der UEI-Zerstörer aktiv in den Kampf eingreift. Und als Tipp zur Abwehr der angreifenden Idris empfiehlt es sich, ein Auge auf die Railgun zu haben, welche eine längere Ladephase besitzt und wie auch über Funk über eine bevorstehende Schussabgabe gewarnt werden. Denn hiermit haben wir die Möglichkeit, uns selbst zwischen die Javelin und Idris zu stellen, was oftmals dazu führt, dass der Zielvorgang der Railgun abgebrochen wird oder wir anstelle der Javelin getroffen werden. So ist es möglich, die Javelin effektiv zu schützen und vor Treffern zu bewahren.
Und mit vereinter Feuerkraft oder im besten Fall einigen Bombern in der Flotte können wir die Angriffswellen effektiv und schnell abwehren. Und für alle Bomberpiloten ein weiterer Tipp. Hierbei feuern wir unsere Torpedos ungelenkt aus nächster Nähe auf dieses Capital-Schiff ab, was Gegenmaßnahmen ausschließt und sichere Treffer ermöglicht. Mit einigen eingespielten Bomberpiloten hat die Edris somit nicht einmal Zeit, auch nur einen einzelnen Schuss abzufeuern. Aber wie angesprochen, ist der Schutz der Javelin nicht die einzige Front, an welcher wir aktiv kämpfen müssen. Denn auch unser Nachschub wird weiterhin aktiv und parallel angegriffen, weshalb zumindest einige Kampfwegeschiffe im Bereich der Bergungstrupps verbleiben sollten, um diese aktiv schützen zu können. Sehr effektiv sind aktuell Schiffe mit Multi-Crew-Fähigkeiten, also mit bemannbaren Geschütztürmen, welche aufgrund der aktuellen Kampf- und Schiffsmechaniken oftmals ein erhebliches Feuerpotenzial aufweisen. Wir empfehlen hier die Hurricane, Constellation und bei ausreichenden Teammitgliedern die Hammerhead. Aber kommen wir zur zweiten und ausgesprochen kampflastigen Phase dieses dynamischen Xenothreat-Events. Denn sobald die Vorräte aufgefüllt sind, erhalten wir die zweite Mission zum Event, wobei die Javelin dann aktiv in den Kampf gegen die Bedrohung eingreift. Und hierbei haben wir dann nur noch ein Missionsziel, die Javelin schützen und die Feinde ausschalten. Special Agent Dooley hier. Xenothreat's getting beaten up, so we could really use someone like you to help secure the win. I've sent you the details. Hierbei läutet die UEES Warhammer mit ihrem Abdocken von der INS Jericho-Station den Start des zweiten Teils ein, welcher wiederum in einem nahen Nebel stattfindet. Und in dieser epischen Schlacht treten wir gegen mehrere Idris-Fregatten und unzählige Begleitschiffe an. Und hier noch ein weiterer wichtiger Hinweis. Achtet vor allem bei Gefechten in der Nähe der Javelin und verbündeter Schiffe darauf, diese nicht mehrfach zu treffen, nachdem ihr so schnell kriminell werdet, was euch automatisch von der Mission ausschließt und zum Ziel macht. Ansonsten gilt es an diesem Punkt nur noch, die Schlacht zu genießen und die Xenothreat wieder dorthin zurückzuschicken, wo wir ihnen hoffentlich sehr bald folgen werden. Nach Pyro. Die Möglichkeit eines ungelenkten Torpedobeschusses funktioniert natürlich auch in dieser Phase. Und sobald alle Xenothreat ausgeschaltet wurden, ist auch diese Mission erfolgreich abgeschlossen und das Stanton-System ist wieder sicher. Natürlich bis zum nächsten Angriff der Xenos. Thank you.
Und so verabschieden wir die Javelin, die Warhammer. Hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen. Aber natürlich erhalten wir auch eine nicht zu unterschätzende Belohnung. Zum einen eine bislang, sagen wir noch sehr rudimentäre CDF-Ingame-Rüstung, welche aus drei Teilen besteht, welche wir über die verschiedenen Stufen über das Reputationssystem automatisch freischalten können, sowie je nach unserer Leistung eine sehr lukrative Bezahlung. Im Übrigen hat bisher das Erreichen einer Rufstufe bereits für die Freischaltung des jeweiligen Boni ausgereicht. Daher ist davon auszugehen, dass mit dem Erreichen der dritten Stufe auch das letzte Teil der Rüstung freigeschaltet wird. Und vielleicht erinnert die aktuelle Version dieser Rüstung den ein oder anderen an bereits bestehende Ausrüstungsgegenstände. Aber eine optische Anpassung liegt, glaube ich, hier im Bereich des Möglichen. Nicht weniger interessant ist die Tatsache, dass man je nachdem, bei welchem Punkt man in das Event einsteigt und bis zu welcher Dauer dieses läuft, bis zu 450.000 USC an Bezahlung während des Events generieren kann. Hierbei noch ein Tipp, nehmt auf jeden Fall die dauerhaft verfügbare Mission A Call to Arms an, nachdem ihr für jeden abgeschlossenen Gegner USC verdienen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und erlasst mir ein Like und vielleicht sogar ein Subscribe hier. Das Xenothreat-Event ist bislang das Maximum an großen Schlachten und Action, welche wir in Star Citizen spielen konnten. Auch die Überarbeitung der ersten Version, welche mit der Version 3.12 spielbar war, ist deutlich zu spüren und ein richtiger Schritt nach vorn. Allgemein sind dynamische Events eine erhebliche Bereicherung und ich freue mich sehr, mehr davon zu spielen. Aber wie immer interessiert mich eure Meinung zum Thema, was haltet ihr vom Xenothreat-Event? Schreibt es mir gerne in die Kommentare im Discord oder in den fast täglichen Twitch-Livestreams. Und wie immer das Wichtigste ganz zum Schluss, ein herzliches Dankeschön an alle Patreons, Kanalmitglieder und Twitch-Subscriber. Ohne euch wäre das in dieser Form gar nicht möglich. Ihr seid eine enorme Motivation. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr rockt! Und natürlich gibt es auch diesen Monat wieder umfangreiche Giveaways. Wie ihr daran teilnehmen könnt und was euch erwartet, seht ihr im Discord oder in den Ankündigungstrailern. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis bald und sage wie immer, see you in the verse.